Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn etwas länger dauert, kann das ein Zeichen sein, dafür sein, dass es wichtig ist. Das ist nicht immer so, aber in diesem Fall trifft es zu. Die Konferenz zur Zukunft Europas hätte schon längst anfangen sollen. Die Corona-Krise hat das ausgebremst, wie meine Kollegin Frau Müller auch gesagt hat. Aber die Verzögerung kommt auch daher, dass alle am Konzept mitreden wollen, weil es eben nicht bloß irgendeine Konferenz ist. Die Idee zur Zukunftskonferenz entstand nach der Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin. Die Wahl stand gegen den ursprünglichen Plan, dass jemand von den Spitzenkandidaten Präsident werden sollte. Deshalb sollte im Rahmen der Konferenz darüber geredet werden, wie sich Europawahlen, Parlament und Kommission in Zukunft zueinander verhalten sollen. Inzwischen ist der Prozess weit darüber hinausgegangen. Es steht im Raum, dass die Konferenz auch zur Änderung der EU-Verträge führen kann. Das ist keine Kleinigkeit. Das deutsch-französische Papier vom November, der Ausschuss der Regionen und die Bundeskanzlerin haben diese Ziele ausdrücklich genannt. Anderen ist das natürlich unheimlich. Es geht darum, ob die politische Union vertieft wird, ob das Mehrheitsprinzip kommt, ob die Rolle des Parlaments gestärkt wird, ob die EU mehr zu einem gemeinsamen Staat wird als bisher. Deshalb sind alle sehr daran interessiert, wer den Zukunftsprozess steuert und wer dabei zu Wort kommt. Gerade die Erfahrung mit Krisen zeigt, dass eine Veränderung der EU dringend notwendig ist. Die Antwort auf die Finanzkrise 2009 hat die EU auseinandergetrieben. Sie war nicht solidarisch genug. Dasselbe hat sich 2015 bei der Fluchtzuwanderung abgespielt. Bis heute gibt es keine solidarische Einigung, wer welche Geflüchtete aufnimmt. In der Bekämpfung der Corona-Pandemie haben jetzt wieder alle Mitgliedstaaten einzeln für sich gehandelt. Jetzt kommt die Wirtschaftskrise. Wenn es da nicht gelingt, eine solidarische europäische Antwort zu geben, dann wird die EU das nicht überstehen. Gegen eine Reform der EU gibt es viele Widerstände. Wenn man diese Widerstände überwinden will, dann muss man zurück zum Souverän gehen, zu den europäischen Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb ist eine wichtige Frage, dass die Zukunftskonferenz auch aus Bürgerforen bestehen soll. Die EU will das neue politische Forum ausprobieren. Die Teilnehmer der Bürgerforen sollen ausgelost werden, so dass alle Länder vertreten sind, aber ansonsten zufällig. Das ist ein neues Element von Demokratie. So etwas gibt es bislang nicht. Es soll auch ein eigenes Jugendforum geben. Wenn das so passiert, dann wäre die EU tatsächlich einmal am Rad. Man merkt allen Papieren zur Konferenz an, dass sie ein bisschen hin und her gerissen sind. Der Bundesrat sagt, ja, wir brauchen einen neuen Impuls für die europäische Demokratie, aber es sollen auch keine unrealistischen Erwartungen geweckt werden. Der Ausschuss der Regionen sagt, ja, wir wollen die Bürgerforen, aber vielleicht sollten sie mit Expertenforen kombiniert werden. Also alle wollen die Bürger stärker zu Wort kommen lassen zur Zukunft der EU, aber alle fürchten sich auch ein bisschen davor, was die Bürger dann sagen, wenn man sie fragt. Das wird sehr spannend. Wichtig finde ich, wenn dieser Prozess zustande kommt, dann müssen wir ihn im Land Bremen auch begleiten. Wenn 200 oder 300 Bürgerinnen und Bürger für eine zentrale Konferenz ausgelost werden, 200 Personen von 500 Millionen EU-Bürgern, dann da ist das sehr wahrscheinlich niemand aus Bremen oder Bremerhaven dabei. Also müssen wir überlegen, wie wir diesen Prozess auch ins Land Bremen holen. Der Senat macht ja nach und nach den Weg für Veranstaltungen wieder frei. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der Europaausschuss zum Thema Zukunftskonferenz für Europa eine Informationsveranstaltung plant. Auch die Bürgerschaft sollte sich inhaltlich mit dem befassen, was bei der Zukunftskonferenz verhandelt wird. Das wird für die EU-Wahlen eine große Rolle spielen, meine Damen und Herren. Die EU durch Reformen handlungsfähiger bekommen, das geht uns alle an. In der aktuellen Krise, aber auch darüber hinaus. Deshalb ist die Zukunftskonferenz wichtig für uns alle. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir heute nicht das letzte Mal darüber debattieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.